Herr Dr. Rath, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und Ihnen ein paar Fragen stellen darf für meinen Channel Games of Truth. Die erste Frage wäre, wie ist Chemotherapie entstanden? Woher kommt diese Chemotherapie eigentlich? Die Chemotherapie hat ihren Ursprung in der chemischen Kriegsführung. Das hört sich ungewöhnlich an, aber genau so ist es. Im Ersten Weltkrieg hat die Firma Bayer die ersten Massenvernichtungswaffen entwickelt, die auf chemische Grundlage basieren. Die erste Substanz dafür war ein Gas, das Senfgas genannt wurde. Als dann der Krieg verloren war, war immer noch das wirtschaftliche Interesse da, mit dieser Erfindung Geld zu machen. Der Einsatz von Kriegswaffen war in Friedenszeiten nicht möglich, also konnte man damit kein Geld mehr machen. Und man hat sich den menschlichen Körper als Absatzbereich ausgewählt. Und stelle fest, dass diese Grundsubstanz, die für die Massenvernichtung von Menschen entwickelt wurde, auch Zellen abtötet. Das hat man sich dann zunutze gemacht, um zu sagen, naja, eigentlich könnten wir diese Substanz doch für die Bekämpfung von Krebszellen nehmen. Und man überführte die Gasform in eine Flüssigkeit. Man änderte ein Atom in dem Molekül. Und fortan war die erste Gruppe der Chemotherapeutika geboren. Und sie wurden dann im Laufe der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts systematisch entwickelt als Therapeutikum der ersten Wahl zur Bekämpfung von Krebs. Die Wirkung im menschlichen Körper von der krebsbekämpfenden Chemotherapie war dieselbe wie die der Massenvernichtungswaffe Senfgas. Abtöten von Zellen, abtöten von Organen. Und deswegen ist bis heute die Chemotherapie keine Therapieform, sie hat nur den Namen Therapie, sondern eine das Injizieren von Gift in den menschlichen Körper. Eine absurde Form, wie der Eindruck erweckt wird, dass man dem Menschen hilft. Und in Wirklichkeit basiert das ganze Prinzip darauf, den menschlichen Körper systematisch zu vergiften, nicht zu unterscheiden zwischen Krebszellen und gesunden Zellen, mit dem Ergebnis, dass die Menschen, die Chemotherapie enthalten, in der Regel innerhalb von ein, maximal zwei Jahren sterben. Wie erklären Sie sich, dass sich trotzdem Chemotherapie weltweit durchgesetzt hat und so viele Ärzte Chemotherapie propagieren oder anwenden und dass kein Patient oder nur wenige Patienten sagen, das möchte ich nicht? Wie erklären Sie sich, dass Ärzte, die ja eine Aufgabe haben, das trotzdem einsetzen? Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle, zum Teil hier in Europa, zum Teil eine Entwicklung, die wir kurz beleuchten sollten in den USA. Dort hat eine Investmentgruppe um die Rockefeller-Familie Milliarden verdient mit dem Ölgeschäft, beginnend in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten sie so unendlichen Reichtum angefüllt, dass sie sagten, wir müssen dieses Geld arbeiten lassen in einem neuen Bereich. Den Energiesektor haben wir unter unserer Kontrolle, also brauchen wir einen neuen Investmentbereich.
der mindestens so groß ist wie der Energiesektor. Und sie haben den menschlichen Körper als ihren Marktplatz definiert. Es gab ein großes Problem, und das war, dass die Medizin damals eben sehr stark geprägt war von naturheilkundlichen Ansätzen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die ersten Vitamine entdeckt und die Gesundheitsbedeutung von Vitaminen war klar. Also musste diese Investmentgruppe dafür sorgen, zunächst mal dafür sorgen, dass dieses ganze Wissen eliminiert wurde von den Universitäten, die dann zu Bildungsstätten für das neue Investmentsgeschäft entwickelt werden mussten. Es ist zwangsläufig, dass die Rockefeller-Gruppe ganze Universitäten gegründet hat. Rockefeller University in New York, bis heute eine der großen Universitäten, University of Chicago, alles mit Geld aus dem Ölgeschäft finanziert. Die Berufungsprozeduren dieser Universitäten wurden umgestellt. Es wurde nicht mehr das Interesse des Heilens in den Vordergrund gestellt bei den Menschen, die diese Universitäten leiteten als Ärzte, sondern wie gut bin ich verknüpft mit den Investmentinteressen. Der Einfluss auf die amerikanische Ärztegesellschaft, American Medical Association, wurde systematisch so geleitet, dass dort eben ein dogmatisches Monopol entstand, um dieses Investmentgeschäft patentierte Pharmapräparate, dass das Wissen um naturheilkundliche Ansätze systematisch eliminiert wurde, als mittelalterlich gebrandet wurde und das Pharma-Investment-Geschäft als Modern Medicine aufgebaut wurde. Bis heute nennen sich die patentierbaren Pharmapräparate in den USA Ethical Drugs, also ethische Medikamente, was impliziert, dass alles andere unethisch ist. So weit geht diese Brainwash, diese Gehirnwäsche, die natürlich nicht sich zufällig entwickelt hat, sondern im Interesse dieser Investmentgruppe. Und dieser ganze Ansatz wurde nach dem Ersten, insbesondere aber nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Europa systematisch übernommen. Wenn Sie heute der Leiter der Krebsabteilung an der Universität Düsseldorf werden wollen, müssen Sie drei Kriterien haben. Sie müssen ein guter Forscher sein, Sie müssen ein guter medizinischer Lehrer sein und offizielles Kriterium, Sie müssen viel Geld mitbringen. Wo kriegen Sie im Bereich der Medizin Geld her? Von der Pharmaindustrie. Damit ist sichergestellt, dass die Pharmaindustrie ihre eigenen Leute vom Denken her zu Lehrern der zukünftigen medizinischen Generation macht, zukünftigen Generation von Ärzten macht. Sichergestellt, dass die Ärzte, die die Universitäten verlassen und die Patienten behandeln, dogmatisch diese Verkaufsstrategien übernommen haben, weil ihnen nichts anderes vermittelt wurde im Laufe des Medizinstudiums. Und so haben wir heute ein Problem, dass das nicht nur für die Universität Düsseldorf gilt, sondern für 24 oder 26 Universitäten in Deutschland und für 5000 Universitäten, medizinische Universitäten weltweit. Der Einfluss der Pharmaindustrie auf die medizinische Ausbildung ist der wichtigste Einzelgrund als Antwort auf Ihre Frage. Wie kann das sein, dass diese hilflosen Giftkuren bis heute als Goldstandard gefeiert werden für die Behandlung dieser Krankheit? Vielen Dank. Ja, jetzt kommt aber ein Patient oder jemand, der sagt zu Ihnen, ja, aber mein Mann hatte Krebs, er hat eine Chemotherapie bekommen, und jetzt ist er geheilt oder er ist besser. Wie kann es sein, dass so viele Menschen trotzdem der Chemotherapie glauben, vertrauen? Und was antworten Sie solchen Menschen, wenn jemand jetzt zu Ihnen kommt und sagt, ja, aber bei uns in der Familie
derjenige hatte Chemotherapie und jetzt ist er besser, zum Glück. Was antworten Sie da? Da würde ich antworten, die Party ist zu früh. Der Grund dafür ist relativ einfach. Wir haben heute ein klares Verständnis über die Wirkungsweise der Chemotherapie. Sie tötet Zellen ab. Und die ersten Organe, wo sich das bemerkbar macht, sind die Organe, wo Zellen sich schnell vermehren. Dazu gehören vor allem das Knochenmark, der Darm, Haarzellen auch. Und so sind die wichtigsten Nebenwirkungen der Chemotherapie schnell beschrieben. Darmblutungen, Haarausfall und vor allem das systematische Abtöten der Produktion unserer Immunzellen, also der weißen Blutkörperchen im Knochenmark. Das Ergebnis ist vorhersehbar, der sogenannte krebsfreie Erfolg lässt sich in Monaten berechnen. Also es gibt Untersuchungen der Zeit von Mitte der 70er Jahre bis Anfang der 2000er Jahre, hat sich die Überlebensrate für die wichtigsten Karzinomarten null verbessert. Nach ein, maximal zwei Jahren waren 99% der Menschen gestorben. Nochmal, aufgrund dieser wissenschaftlichen Herleitung, meine Antwort, die Feierlichkeiten vom Krebs genesen zu sein mittels der Chemotherapie in Ihrem beschriebenen Fall waren zu früh. Das heißt, eigentlich ist es ein Zufallsfaktor. Also, ob man dann überlebt oder nicht. Also, die Chemotherapie verbessert das nicht. Die Chemotherapie kann das gar nicht verbessern. Wie in aller Welt will eine Substanz, die per se toxisch ist, die früher mal zur Massenvernichtung eingesetzt wurde, im Fall der Senfgasabkömmlinge, wie will eine solche Substanz eine Therapie sein? Schon der Begriff Chemo-Therapie ist Teil einer psychologischen Kriegsführung, um das Pharmageschäft mit diesen Substanzen am Leben zu halten. Es wird dem Krebspatienten vorgegaukelt, es handelt sich um eine Therapie, daher das Wort. Es ist keine Therapie. Es ist das künstliche Aufrechterhalten eines Pseudogeschäfts. Das funktioniert im Übrigen nur, indem zusätzlich zu der chemischen Kriegsführung mit diesen Substanzen bei den Krebspatienten die psychologische Kriegsführung dazu kommt. Was passiert denn? Sie kommen zu mir als Therapeut, angenommen, und wir diagnostizieren bei Ihnen Krebs. Ihre erste Frage ist doch nicht, was kann ich dagegen tun? Ihre erste Frage ist, wie lange noch? Das heißt, das ganze Umfeld, die psychologische Einflussnahme auf das Bewusstsein der Menschen insgesamt, hat schon stattgefunden. Krebs ist ein Todesurteil. Sonst würden Sie mir diese Frage nicht stellen. Das bedeutet, es muss jemand im Laufe der letzten Jahrzehnte, vielleicht 5, 6, 7 Jahrzehnte, Einfluss genommen haben auf unser Bewusstsein. Krebs ist ein Todesurteil. Und in einer solchen Situation trete ich als chemotherapeutischer Arzt als großer Heiler auf. Wir haben festgestellt, Sie haben gerade ein Todesurteil bekommen, wie gesagt, in diesem hypothetischen Fall. Und ich biete Ihnen eine Chance an, indem ich Ihnen sage,
Es gibt eine Chemo-Therapie. Sie hören gar nicht mehr Chemo, Sie hören nur noch Therapie. Und schon sind Sie Teil meines Geschäftsmodells. Sie werden akzeptieren, dass ich Ihnen Gifte in die Blutbahn injiziere oder infundiere, die angeblich Ihre Krebszellen abtöten. Was ich Ihnen nicht sagen kann, ist, dass diese Substanzen auch Ihre gesunden Zellen abtöten. Sonst würde ich ja mein Geschäftsmodell gefährden. Und so ist dieses Geschäftsmodell entstanden, so hat es sich über Jahrzehnte entwickelt, so wurden Millionen, zig Millionen Menschen Opfer dieses Geschäftsmodells Chemotherapie ohne wissenschaftliche Grundlage einer Heilung. Vielen Dank. Sie sagen, Krebs sei aber heilbar. Das sagen Sie schon seit langem. Können Sie mir erklären, wie Sie das meinen? Ja, vorneweg, ich werde diese Frage als Wissenschaftler beantworten. Niemand, der unser Interview jetzt sieht, soll das so interpretieren, dass ich ein Arzt bin, der nun verallgemeinernde Versprechen macht, schon gar nicht bei fortgeschrittenem Krebs. Aber die Wissenschaft ist immer die Grundlage gewesen für medizinischen Fortschritt. Und aus dieser Sicht haben wir Pionierarbeit geleistet. Wir haben eine Gruppe von Mikronährstoffen entwickelt an unserem Forschungsinstitut, die in der Lage sind, Krebszellen an der Ausbreitung zu hindern. Das haben wir im Labor erforscht und haben dazu auch wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, die im Internet für jeden einsehbar sind. Insgesamt haben wir es an über 50 menschlichen Krebszellarten nachgewiesen, dass auf natürliche Weise eine Hemmung der Ausbreitung dieser Krebszellen möglich ist. In dem Buch Krebs, das Ende einer Volkskrankheit, haben wir das für Laien so beschrieben, dass es nachvollziehbar ist, die wissenschaftliche Grundlage. Die Gruppe von Mikronährstoffen, die wir identifiziert haben als wichtig für diese Funktion, sind in der Lage, die Krebszellen so zu beeinflussen, dass sie zwei Möglichkeiten haben. Entweder sie sterben ab, begehen sozusagen zellulären Suizid, also Selbstmord, ein Vorgang, der in der Wissenschaft auch als Apoptose genannt wird, oder sie programmieren ihre Software um, rebooten, wenn man so will, im neuen Sprachgebrauch, rebooten die Software der Zelle, die DNA, und initiieren eine normale Funktion. Mit dieser wissenschaftlichen Erkenntnis waren wir viele Jahre alleine, haben viel Widerstand erlebt, haben viele Angriffe erlebt, das kann doch nicht sein. Mitte 2017, im August 2017, kam eine Veröffentlichung heraus, wo Wissenschaftler in den USA bei Leukämiezellen genau dieses Prinzip bestätigt haben. Und zwar mit einer einzigen Substanz, die entsprechend hochdosiert benutzt werden muss, und das war Vitamin C. Und diese Erkenntnis hat nicht nur unsere Arbeit bestätigt, sondern wurde auch in großen europäischen Zeitungen aufgenommen. Zum Beispiel die Welt hat darüber berichtet, Vitamin C Einsatz bei Krebs. Und wir sind heute in einer Lage, dass wir sagen, wissenschaftlich gesehen ist Krebs heilbar. Bis es soweit ist, dass diese Erkenntnis sich in klinischen Studien und in den medizinischen Einrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen durchsetzt, wird noch einige Jahre vergehen. Aber es wird heute niemand mehr Doktorat in Gerichtssaal bringen können und sagen, er verbreitet die Unwahrheit oder er ist ein Scharlatan. Das wird niemand mehr wagen. Und diese Rolle haben wir sicher in den letzten 20 Jahren
ausgefüllt, dass wir eben nicht nur Dinge behauptet haben, sondern sie beweisbar weitergeben konnten. Und das ist sicher eine der wichtigsten Beiträge, die wir als Forscherteam, als Stiftung, als Organisation zum Fortschritt der Menschheit beitragen konnten. Vielen Dank. Weshalb haben Sie die Dr. Rath Health Foundation gegründet? Die ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die ich vor jetzt etwa 3 Jahrzehnten mit Linus Pauling veröffentlicht habe, zweifacher Nobelpreisträger, haben nahegelegt, dass es eine weltweite Bedeutung hat. Es waren 2 große Bereiche, die wir damals beeinflusst haben mit unseren neuen Erkenntnissen. Der eine war Herz-Kreislauf-Erkrankung, das andere war Krebs. Und wir haben uns bemüht, mit großen Pharmafirmen diese Entwicklung möglichst rasch den Menschen der Welt zugutekommen zu lassen. Ich selbst war 2-mal bei der damals größten Herstellerfirma für Vitamin C, die Firma Hoffmann La Roche in Basel, habe die Erkenntnisse vorgestellt. Man hat mir kongratuliert, also hat mich beglückwünscht und sogar geschrieben, wir glauben, dass Sie recht haben. Aber wir werden das nicht unterstützen können, weil wir unseren eigenen Produkten in unserer Pipeline, also Pharmaprodukten, Konkurrenz machen würden. Dasselbe passierte dann mehr oder weniger in einem Dutzend weiterer Pharmafirmen. Und dann, in dem Augenblick bin ich erwachsen geworden. Da habe ich aufgehört, naiv zu sein. Und habe erkannt, dass das Prinzip Pharma verbietet, Krankheiten zu beseitigen. Das Prinzip Pharma ist ein Investmentgeschäft, was Krankheiten als Marktplatz definiert. Und aus diesem Geschäftsmodell heraus ist es nicht möglich, in Prävention oder gar Ausmerzung von Krankheiten zu investieren. Das bedeutete damals, dass der einzige Weg war, dass wir das Geld für den weiteren Erkenntnisgewinn, für die weitere Forschung selber erwirtschaften mussten. Und das war die Entscheidung dann für die Gründung einer Firma, die Erkenntnisse, die wir wissenschaftlich gemacht haben, in Naturprodukte packte, die Erkenntnisse weitergab und die Menschen einlud, diese Naturprodukte eben für sich selber zu nutzen. Und das haben weltweit inzwischen Millionen Menschen getan, auf 4 Kontinenten. Und wir sind durch dieses Geschäftsmodell, dass wir Vitamine, Mikronährstoffe anbieten, auch in den Verdacht gekommen, dass wir eben das Ganze machen, um möglichst viel Geld zu verdienen. Da haben wir uns entschieden, dass wir den ganzen Firmenkomplex, die ganze Firmengruppe unter eine Stiftung bringen, sodass für jeden, der darauf achtet, eben klar ist, aus welchen Motiven wir arbeiten. Dann hat diese Stiftung auch eine Außengestaltung angenommen, die eben die zum Ziel hat, die Förderung der Erkenntnisse weltweit, Erkenntnisse im Bereich der Naturheilforschung. Das geschieht nicht nur in den industrialisierten Ländern, sondern wir haben jetzt seit 2,5, 3 Jahren ein Projekt in Afrika begonnen, wo wir an Schulen, in diesem Fall in Uganda, das Wissen über mikronährstoffreiche Ernährung, also welche Pflanzen, die man dort
anbauen kann und die Menschen dort essen können, bringen mir nicht nur Nahrung, sondern auch Gesundheit. Dass wir ein solches Programm über die Schulen initiiert haben und inzwischen sind über 20 Schulen allein in diesem Land aktiv dabei, Schulgärten zu bauen, wo sie diese Pflanzen anbauen. Es gibt Schüler, Parlamente, die darüber entscheiden, welche Pflanzen im Schulgarten angebaut werden. Ja, an einzelnen Schulen, die das jetzt schon im dritten Jahr machen, die produzieren inzwischen so viel, dass sie auf den Markt gehen können und die Produkte dort verkaufen können und mit dem Geld dann eben den Unterricht weiter fördern können. Und die Schüler nehmen natürlich das Wissen auch über, welche Pflanzen sind besonders gesund, weil sie die Vitamine enthalten, weil sie eben Vitamin C hilft, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, hilft bei Diabetes, hilft bei Krebs, Grüntee-Extrakte, Substanzen, die Pflanzen, die Vitamin E reich sind, etc., helfen bei verschiedenen Krankheiten. Dieses Wissen wird über die Schüler dann auch in die umliegenden Gemeinden transportiert. Die Eltern erfahren darüber und ich denke, früher oder später wird sich das von den Schulgärten in ein Gemeindegärtenkonzept entwickeln können. Mit anderen Worten, nicht die Pillen sind für uns entscheidend, sondern das Wissen, die Erkenntnisse. Und ob ein Mensch die in Form von Pillen zu sich nimmt, was natürlich etwas eleganter, schneller ist, oder in Form von Gemüse oder Obst, das ist je nach Region und finanziellen Möglichkeiten unterschiedlich. Aber wir sehen uns als Organisation, unsere Stiftung sieht sich als Organisation, dieses Wissen zu transportieren, unabhängig von der Gestaltungsform, ob als Agrarprodukt oder in Pillenform. Herr Dr. Rath, das klingt so einfach. Sie sagen, Vitamin C kann Krebs heilen oder auch vorbeugen. Jetzt esse ich jeden Tag Orangen und ich habe meine Vitaminpillen aus dem Drogeriemarkt. Ist es so einfach oder muss man das schon ein bisschen anders anwenden? Grundsätzlich, wenn Sie die Möglichkeit haben, Vitamin C oder Vitamine insgesamt aus Nahrung zu erhalten, also biologisch angebaut natürlich, dann ist das eine vernünftige Form, wie man Vitamine zu sich nehmen sollte. Weil einfach die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe in diesen Gemüsearten und Früchten eine Synergierolle spielen, also eine positive Wechselwirkung mit diesen Hauptvitaminen haben. Unsere Forschung hat zum Beispiel gezeigt, dass Vitamin C nicht gleich Vitamin C ist, dass eben eine besondere Qualität entsteht dadurch, dass man ein Verständnis hat, welche Form von Vitamin C wird tatsächlich von den Zellen benutzt. Und unsere Forschung hat gezeigt, dass wir eine Kombination von Vitamin C, also Ascorbinsäure und dann Natrium Ascorbat, also eine Verbindung zwischen dem Natriummolekül und Vitamin C, Calciumascorbat und dann einer fettlöslichen Form von Vitamin C, dem Ascorbylpalmitat, wo das Vitamin C-Molekül an eine Fettsäure gekoppelt ist, dass diese Kombination, diese Formen von Vitamin C in Kombination besonders effektiv sind. Das hat unsere Forschung gezeigt und wir haben eine solche Zusammensetzung auch, dann bieten wir an für Menschen, die jetzt auf der Suche sind, was hilft mir dabei. Aber grundsätzlich gilt, dass jemand, der eben die Möglichkeit hat, viel Gemüse zu essen, Obst, dies auf jeden Fall als Grundlage nutzen sollte. Leider ist es so, dass vor allem in einem hektischen Arbeitstag eine obst-gemüsereiche Nahrung die Ausnahme ist. Man nimmt die Kalorien in kondensierter Form zu sich. Und insofern ist die Propaganda von einzelnen
Medizinorganisation mit fünfmal Obst und Gemüse pro Tag brauchen Sie keine Mikronährstoffsupplementierung in Form von Tabletten, ist Schall und Rauch, weil de facto schafft das niemand. Und um Krankheiten wirksam vorzubeugen, ist eine Supplementierung, das heißt eine Nahrungsergänzung, für jeden Menschen sinnvoll. Herr Dr. Rath, Ihre Aussagen sind hinsichtlich der Pharmaindustrie natürlich sehr provokativ. Wie geht man da mit Ihnen um? Also, ich meine, Sie nehmen der Pharmaindustrie womöglich Patienten weg. Ja, nicht nur Patienten, sondern letzten Endes geht es um das Überleben dieser ganzen dieses ganzen Geschäftsmodells. Ich habe nichts gegen die Industrie, die erfolgreich mit neuen Produkten arbeitet. Aber wenn eine Industriezweig sich entwickelt hat in der Mitte unserer Gesellschaft, die Krankheiten als Marktplatz definiert, dann ist das nicht in Ordnung. Dann ist das unethisch und, ich sage, kriminell. Das heißt, das Ziel nicht nur von mir, von uns, sondern das Ziel der Menschheit muss sein, sich von diesem Geschäftsmodell zu verabschieden. Anders disqualifizieren wir uns als Menschen, die nicht denken können. Wenn man so will, waren die Wissenschaftler, die mich unterstützt haben, war Linus Pauling damals als Vorreiter im wissenschaftlichen Sinne, Pioniere, die dieses Wissen unter die Menschen gebracht haben. Als wir anfingen, die Pharmaindustrie zu kritisieren, wegen diesem Geschäftsmodell, vor nunmehr 30 Jahren, war das noch heretisch, also wurde er als Ketzer geoutet, weil damals galt die Pharmaindustrie, die fuhren durch das Land in einem Rolls-Royce mit frisch polierten Stoßstangen. Und jeder verneigte sich wie vor Königen und Wohltätern vor diesem Industriezweig. Heute ist Pharmakritik Volkssport geworden. Die Amazon-Buchlisten quellen über von Menschen, die sich wagen, sich zu äußern, dass es nicht in Ordnung ist, was dieser Industriezweig macht. Wir waren 1997, hielt ich einen Vortrag hier in Deutschland, und formulierte zum ersten Mal, dass die Pharmaindustrie nicht ein Problem für die Gesundheit der Menschen ist, sondern das Haupthindernis für die menschliche Gesundheit. Das konnte ich natürlich nur formulieren, weil ich das Geschäftsmodell analysiert hatte und verstanden hatte. Wenn ein Industriezweig Krankheit, die in unserem Körper wohnen, als Marktplatz definiert, dann hat sie kein Interesse an Gesundheit haben. Also ist das Geschäftsmodell an sich das größte Hindernis für menschliche Gesundheit. Und das hat sich als Erkenntnis heute durchgesetzt, diese Tatsache. Wir mussten einen langen Weg gehen, einen hohen Preis bezahlen, speziell für diese Klarheit der Sprache. Man hat mich als Person und unser Unternehmen herausgenommen aus der ganzen Masse von Anbietern von Naturheilverfahren als besonders gefährlich, weil wir eben nicht nur Vitamine angeboten haben oder Mikronährstoffe angeboten haben, sondern auch Erkenntnis, vor allem auch die Analyse über die Natur der Pharmaindustrie. Und das wollte dieser Industriezweig eben absolut verhindern. Im Laufe der letzten 20 Jahre wurde ich deswegen in über 120 Gerichtsverfahren von der Pharmalobby angegangen, und alle Verfahren hatten nur ein Ziel, uns mundtot zu machen, auch die Erkenntnisse über die Pharmaindustrie zu beerdigen und die Mikronährstoffforschung als Alternative für präventive Gesundheit auszuschalten. Das war das Ziel dieser
Verfahren. Die wichtigste Frage, die mir in Erinnerung ist aus dieser Phase, heute gibt es kein Gerichtsverfahren mehr gegen mich, wo jemand anzweifelt, was wir sagen. Jeder, der das machen würde, würde sich als Hinterwäldler identifizieren, weil die wissenschaftlichen Publikationen zur Gesundheitsbedeutung von Mikronährstoffen explodieren. Was uns natürlich im Nachhinein recht gibt. Aber die wichtigste Frage, die mir immer wieder gestellt wurde in den Jahren der Auseinandersetzung, also in den Anfang der 2000er Jahre, war, Dr. Rath, Sie sagen, die Pharmaindustrie nimmt bewusst Gesundheit und Leben von Millionen Menschen in Kauf. Das ist eine ungeheuerliche Aussage und auch Anklage. Wir glauben das nicht. Das kann nicht sein, weil es so ungeheuerlich ist. Meine Antwort war historisch begründet. Wundert euch nicht. Die haben das schon mal gemacht. Wir haben aus den National Archives der USA 60.000 Seiten vom Nürnberger Gerichtsverfahren veröffentlicht unter der Webseite Profit Over Life. Ein Teil des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals, was sich mit der IG Farben beschäftigte. Also Bayer, BASF und Hoechst, die größten Pharmakonzerne, Chemie-Pharmakonzerne im letzten Jahrhundert in Deutschland, hatten sich zusammengeschlossen zu einem Kartell, das nannte sich IG Farben. Und die IG Farben strebte die Weltherrschaft im Chemie- und aufblühenden Pharmageschäft an. Zum Teil dieser Weltherrschaft gehörte zunächst mal die Welteroberung. Und so war die IG Farben der Hauptspender für die Machtergreifung der Nazis. Keiner weiß es heute. Sie waren 100% Eigner der IG Auschwitz, damals dem größten Industriekomplex außerhalb Deutschlands, zu 100% Eigentum von Bayer, BASF, Hoechst, Schrägstrich IG Farben. Sie waren verantwortlich dafür, dass das Konzentrationslager Auschwitz, was ein kleines Konzentrationslager war, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ausgebaut wurde in ein Massensklavenlager und letztendlich dafür, dass diejenigen Arbeitskräfte, die nicht mehr am Bau der IG Auschwitz teilnehmen konnten, im Schornstein dann in die Ewigkeit geschickt wurden. Profit over life, Profit über Leben. Und dieser Industriezweig, die Verantwortlichen, 24 Geschäftsführer wurden damals vor Gericht gestellt, wurden zum Teil zu jahrelangen Haftstrafen verurteilt. Es hat Millionen, zig Millionen gekostet, dieses Wissen der Menschheit vorzuenthalten. Aber klar ist, sie haben es schon mal gemacht. Was würde Sie davor abhalten, wenn es um Milliarden geht, und es geht um Milliarden bei dem Gesundheitsgeschäft, genau denselben Weg zu wählen, über das Leben und die Gesundheit von Millionen Menschen hinwegzugehen? Vielen Dank.